Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Immer wieder erreichen uns Nachrichten wie die armen Kinder, aus denen kann ja nichts werden, wenn sie nicht in die Schule gehen oder sie können keinen Job ausüben, wenn sie nicht lernen, sich unterzuordnen, wie das in der Schule geht. Aber auch Fragen wie, wie macht ihr das mit dem Lernen, wie funktioniert das mit dem Unterrichten bei euch und so weiter. Wir haben bis jetzt zu diesem Thema noch nicht sehr viel gesagt und geäußert, da dies ein sehr komplexes Thema ist und es meist nicht mit ein, zwei Sätzen beschrieben werden kann, um was es uns dabei geht. Vielleicht zu meinem Hintergrund. Ich bin gelernte Pädagogin, also ich bin AHS-Lehrerin gewesen, habe einige Jahre in verschiedenen Schulen unterrichtet, war immer schon auf der Suche nach, was ist Bildung und wie kann Bildung gut gelingen. Habe dann auch eine Montessori-Pädagogik-Ausbildung gemacht, wo ich noch einmal in die Alternativpädagogik eingetaucht bin. War dann kurz davor, eine Freischule zu gründen. Genau, auch unsere Jungs waren vor der Reise in einer freien Schule. Also dieses Thema ist bei uns schon immer im Raum und ich möchte euch hier jetzt mitteilen, wie wir im Moment dieses Thema leben. Ich glaube, es gibt nicht den einen Weg, der für alle passt, denn so wie Menschen alle unterschiedlich sind und jeder ein unterschiedliches Leben hat, muss auch jeder so seinen Weg finden, wie er gerne junge Menschen begleiten will. Genau, dazu vielleicht allgemein, was ist Bildung? Auch da gibt es ja unterschiedliche Sichtweisen, aber wenn man sich diese allgemeine Definition anschaut, geht es darum, dem Kind Werkzeuge mitzugeben, damit es sein eigenes Leben leben kann. Und auch Pestalozzi hat das so geäußert, dass man ein Mensch wird, so wie das Göttliche in einem will, dass man Mensch ist. Das heißt, es geht um die Frage, wer bin ich, wer will ich sein? Also es geht darum, dieses wer bin ich in den Fokus zu stellen und nicht was kann ich? Also Bildung ist viel mehr als Wissensvermittlung. Gerade in Zeiten des Internets brauchen wir eigentlich sehr wenig Wissensvermittlung. Es geht vielmehr darum, sein inneres Potenzial zu entdecken, also herauszufinden, wer bin ich, für was brenne ich, warum bin ich hier und was will ich bewirken in diesem Leben. Und wir wollen unsere Kinder darin begleiten, das für sich selbst herauszufinden. Wir wollen ihnen Tools mitgeben, wir wollen ihnen eine Umgebung schaffen, damit sie selbst an sich diese Dinge, diese Fragen entdecken können. Was für Haltung braucht es? Unserer Meinung nach braucht es Interesse für das Kind, indem wir unsere Kinder beobachten, indem wir für sie da sind, indem wir sie begleiten und achtsam mit ihnen umgehen, können wir Impulse geben, um ihnen zu helfen, ihren Weg zu gehen, indem wir ihnen helfen, ihre Hobbys, ihre Leidenschaften kennenzulernen und diese auch leben zu können. Es ist nicht immer leicht. Auch wir strugglen immer wieder, weil wir auch beschult worden sind und weil wir in uns gewisse Glaubenssätze haben und auch immer wieder bei uns Ängste hochkommen wie hoffentlich lernt es genug, hoffentlich lernt es das irgendwann, hoffentlich kann es das, aber das ist nur, sind nur unsere Ängste und unsere Programmierungen, denn wenn wir uns dann wieder darauf besinnen, um was es wirklich geht, dann wird uns schnell klar, dass das der falsche Weg ist, denn in jedem Kind ist alles angelegt, was es braucht, um sich selbst zu entfalten. Und er gibt mir das Recht, dass ich sage, was das Kind braucht und wann das Kind was braucht. Ich kann das Kind nur begleiten, indem ich es unterstütze, sich selbst zu leben und ja, in seinem Rhythmus und in seinem Sein zu sein. Wir sind ja im Moment auf Reisen und deswegen ergibt sich bei uns diese vorbereitete Umgebung, die es braucht, damit das Kind sich entfalten kann, ganz von alleine. Wir kommen in unterschiedliche Länder, mit unterschiedlichen Kulturen, mit unterschiedlicher Sprache. Also die Kinder lernen, nehmen da sehr viele unterschiedliche Gegebenheiten wahr. Sie lernen, wie wichtig Sprache ist, damit man sich verständigen kann. Sie lernen die Sprache, indem wir sie sprechen, indem sie auch anfangen, die Sprache zu sprechen.
Wir lernen unterschiedliche Tiere und Pflanzen kennen. Wir recherchieren über verschiedene Pflanzentiere. Wir sind gerade in Kanada, wo es eine ganz eine andere Pflanzen- und Tierwelt gibt als bei uns in Europa. Also wir haben uns jetzt ganz viel mit Walen beschäftigt, wir haben Wale gesehen. Wir haben uns beschäftigt mit Weißkopfseeadler, wir haben uns beschäftigt mit Stachelschweinen, haben gemerkt, die können auf Bäume klettern, das haben wir alle nicht gewusst. Ja, wir haben uns mit fleischfressenden Pflanzen beschäftigt, mit den verschiedenen Klimazonen, Vegetationszonen, die einfach das Reisen mit sich bringt. Also wir bewegen uns in der Natur und nehmen wahr, was ist, und daran lernen wir. Die Kinder lernen beim Reisen auch flexibel zu sein. Also wir müssen uns immer wieder an neue Umgebungen anpassen, an andere Gegebenheiten anpassen. Es braucht immer wieder eine flexible Sichtweise auf Dinge. Wir brauchen ganz viel Lösungsorientierung, da immer wieder Probleme auch beim Reisen, dass immer wieder zu Problemen kommt, dass irgendwas nicht funktioniert, dass irgendwas kaputt wird, dass wir irgendwas anders machen müssen. Es läuft nie alles nach Plan. Also man muss ganz viel Flexibilität an den Tag legen, und auch das lernen die Kinder. Einerseits sehen sie, wie wir das machen, und sie helfen uns auch mit, Lösungen zu finden, wenn es ein Problem gibt. Das heißt, man kann gar nicht in Worte fassen, was Kinder alles lernen. Denn Kinder, wie lernen Kinder? Kinder lernen immer und überall. Kinder lernen nicht, indem man ihnen sagt, so und so funktioniert etwas, sondern Kinder lernen, indem sie sehen, wie wir Erwachsenen es machen. Das fangen wir schon bei Babys an. Kinder lernen durch Nachahmen, und sie saugen alles von den ersten Lebensjahren auf wie ein Schwamm, damit sie in dieser Welt existieren können. Und Kinder lernen durch Begeisterung und durch Erfahrung und durch Emotionen. Also alles, was mit einer Emotion belegt wird, merkt sich ein Kind. Ich habe vorhin schon die vorbereitete Umgebung angesprochen. Ich sehe uns als Eltern und auch unser Umfeld als Teil dieser vorbereiteten Umgebung. Einerseits, indem wir ihnen einen Rahmen schaffen, in dem sie sich mit Dingen beschäftigen können. Einerseits wollen wir wohin fahren und sie sehen etwas. Wir können in ein Museum fahren, wo sie was über, zum Beispiel jetzt über die Wale erfahren oder über gewisse Kulturen. Aber auch, indem wir ihnen in unserem Wohnmobil eine vorbereitete Umgebung schaffen, indem wir zum Beispiel die Schulausgangsschrift ober in ihrem Bett auf die Decke geklebt haben, wo sie einfach sehen, wie schreibt man Buchstaben. Oder indem wir das 1x1 beim Klo hängen haben, dass, wenn man im Klo sitzt, man ein bisschen 1x1 rechnen kann. Wir unterstützen die Kinder aber auch mit Tools, im Sinne von, wir haben Lernbücher für sie mit, beziehungsweise sind Lernbücher, die die Kinder selbst ausgesucht haben. Wir waren, bevor wir jetzt Deutschland oder Österreich verlassen haben, sehr viel in Bibliotheken, wo die Kinder verschiedene Bücher sich angeschaut haben und jeder das die Bücher rausgesucht hat, die für sie ansprechend waren. Denn auch jedes Kind spricht unterschiedlich auf Lernmaterial an. Und so haben wir für jedes Kind das für sie passende Material mit. Und diese Materialien werden eingesetzt, wenn das Kind von sich aus einen Impuls verspürt, jetzt möchte ich mich mit diesem Thema beschäftigen oder jetzt möchte ich diese Fertigkeit lernen, zum Beispiel das 1x1 oder Rechtschreibung oder Buchstaben, je nachdem, wie alt das Kind ist. Wir schaffen Strukturen, wo die Kinder gerne auch am Tisch sitzen, was zeichnen, was schreiben, Geschichten schreiben, was rechnen. Weil indem wir es auch tun. Sie sehen uns arbeiten, sie sehen uns von jeden Tag nach dem Frühstück, setzen wir uns alle hin und jeder arbeitet, und auch die Kinder arbeiten dann, jeder auf seine Art und Weise und mit dem er sich gerade beschäftigen will. Und ich möchte jetzt nur zwei Beispiele hernehmen, wie Lernen funktioniert. Wenn man sich ein kleines Kind anschaut und es hat zuerst einmal ein paar Duplosteine, dann beginnt es, diese Duplosteine einfach zusammenzubauen. Wenn es mehr Duplosteine hat oder eine Platte hat, dann macht es eine Ebene mit den Duplosteinen. Später reiht es die Duplosteine an, irgendwann baut es die Duplosteine nach oben. Und irgendwann beginnt es, aus diesen Duplosteinen komplexere Dinge zu bauen, wie ein Auto, ein Haus. Und dann wechselt es eigentlich automatisch zu Legosteinen.
weil man mit Legosteinen komplexere Dinge bauen kann. Und dann baut es dort Autos oder was, also unsere Jungs bauen gerne Autos mit Lego oder andere Dinge. Und jetzt bauen sie Lego-Städte. Hochkomplexe und strategisch sehr interessante Entwicklungen, was in diesen Städten, in die sie bauen, alles passiert. Das heißt, da findet Lernen automatisch statt. Und genau, also man sieht nur an diesem Beispiel schon, in dem Kind ist dieser gesamte Prozess angelegt. Wenn man sie lässt, dann entwickelt sich dieses eine Duplostein aufeinanderzusetzen zu einem strategischen Lego-Spiel, wo sie dann komplexe Vorgänge nachspielen, die im echten Leben passieren. Oder ein anderes Beispiel, Liam liebt Radfahren. Begonnen hat er mit Laufradfahren, mit Fahrradfahren, dann ist er in der Wiese gefahren und jetzt liebt er Mountainbiken. Das heißt, er sucht jetzt unsere Destinationen raus zum Mountainbiken, schaut, können wir damit mit unserem großen Auto hinfahren, können wir dort übernachten, was kostet der Eintritt zu diesen Parks, kostet er überhaupt etwas. Dann vor Ort orientiert er sich, fährt los, checkt alle Trails. Er filmt das Ganze, also er filmt seine Trails, schneidet danach Videos, beschreibt diese Videos. Genau, das heißt, er lebt seine Passion, er lebt seine Leidenschaft und währenddessen lernt er sich zu orientieren, er lernt, bekommt körperliche Fitness, er bekommt ein Zahlenverständnis, einerseits von diesen Strecken, die er da fährt, über die Höhenmeter, die er fährt, über die Kosten, die anfallen. Er macht Beschreibungen zu den Trails, also er findet Texte. All diese Dinge passieren nebenbei, indem er einfach seine Leidenschaft lebt. Also wir haben gemerkt, je älter die Kinder werden, desto mehr geht dieses einfache Spiel über in Richtung Studieren, sodass sie sich wirklich lange, länger und sehr lange auch mit einem Thema befassen und es wirklich bis in die Tiefe ergründen wollen. Liam rechnet ja auch sehr gerne und er kann auch stundenlang bei seinen Mathematikbüchern sitzen und einfach nur ja, das alles rechnen und machen. Das heißt, Kinder brauchen von außen nichts, um zu lernen. Sie brauchen einfach eine Umgebung, die sie dazu anregt, sich mit Dingen zu beschäftigen. Und sie brauchen Raum, ihre eigenen Hobbys, ihre eigenen Passionen kennenzulernen und diese leben zu dürfen. Denn egal mit was sich ein Kind beschäftigt oder was sein Hobby ist, es braucht immer mehr als nur die Ausübung zum Beispiel einer Bewegung oder eines Musikinstruments. Es braucht auch Notenlesen, es braucht eine Recherche, was gibt es alles, wie kann ich damit weiterarbeiten, was kann ich alles machen. Also wenn Kinder ihre eigenen Leidenschaften und ihre Passionen leben dürfen, dann lernen sie dadurch automatisch in alle Richtungen ganz viel. So, es findet so viel Lernen einfach statt, indem wir einfach leben, indem wir einfach das, was wir in unserer Umgebung wahrnehmen, aufgreifen und einfach, ja, es einfach ergründen. Und neben all diesen Pflanzen und Tieren lernen sie durch das Reisen jetzt auch ganz viel über unterschiedliche Kulturen. Also wir waren ja in Europa schon länger unterwegs und haben von Nordeuropa zu Südeuropa viele Unterschiede gemerkt, wie die Menschen sind, wie die Kulturen sind. Wir waren in Albanien, wo es wieder ein bisschen anders war. Jetzt in Kanada ist es wieder anders. Also es ist sehr, sehr spannend für uns alle zu sehen, wie leben die Menschen hier, wie offen sind sie, wie freundlich sind sie, wie hilfsbereit sind sie und auch wie leben sie ihr Leben. Und genau, das kann man in keinem Buch, glaube ich, lernen. Man kann es vielleicht nur nachlesen, aber Lernen funktioniert ja nicht eindimensional statt, sondern durch Bilder, durch Emotionen, durch Erfahrung und durch dieses Gesamte. Außerdem lernt man jetzt zum Beispiel in Geografie oder über die verschiedenen Klimazonen. Also wir fahren durch verschiedene Klimazonen. Wir erfahren, das ist jetzt der boreale Nadelwald, so wie wir es jetzt in Kanada ganz viel haben. Oder wenn wir in die Höhe gehen, wird es also die Tundra oder jetzt, wenn wir nach Alaska weiterfahren werden, ist es wieder anders, als wenn wir dann Richtung Süden runterfahren, Richtung Tropen. Also da brauchen die Kinder nichts lernen, sondern sie erfahren, es gibt unterschiedliche Temperaturen, unterschiedliche Pflanzen und das hängt alles zusammen. Und
eben gemeinsam mit den verschiedenen Breitengraden oder mit dem Sonnenstand ändert sich das. Also da brauchen Sie nichts lernen, sondern das ist einfach Ihr Leben und es ist ganz normal, dass das einfach so ist, wie es ist. Aber Sie können auch in vielen Bereichen Ihren eigenen Rhythmus leben. Wir haben in der Früh nicht den Stress, dass wir jetzt um 6 Uhr aufstehen müssen. Also im Sommer stehen wir generell eh früher auf als im Winter, aber es ist, jedes Kind kann in seinem eigenen Rhythmus leben und es ist auch bei unseren Kindern so, dass sie zu unterschiedlichen Zeiten schlafen gehen und zu unterschiedlichen Zeiten aufstehen, einfach weil das ihrer Natur mehr entspricht. Und ganz oft ist es so, dass irgendwer am Abend nur plötzlich sagt, er will jetzt unbedingt noch was zeichnen oder was schreiben, dann kann das oft noch bis 9, 10 dauern, bis sie dann wirklich ins Bett gehen. Und dadurch, dass sie mehr ihren eigenen Rhythmus leben können, können sie sich auch selbst besser kennenlernen. Sie spüren selber, ich bin mehr ein Morgenmensch, ich bin mehr ein Abendmensch, ich lese gerne oder ich schaue mir gerne Bilder an oder ich bewege mich lieber, was auch immer. Also dadurch, dass wir nicht vorgeben, was jemand zu tun hat, sondern die Kinder das von sich heraus einfach entdecken dürfen, lernen sie sich selbst besser kennen, ihre Stärken und wissen genau, welchen Stärken sie gerne nachgehen wollen und das möchten wir ihnen dann auch ermöglichen. Das heißt, wir müssen wegkommen von dem, dass wir glauben, wir als Eltern sagen den Kindern, was in sie rein muss. Wir sagen ihnen nicht mehr, was sie zu denken haben, was sie zu schreiben haben, was sie zu rechnen haben. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, eine liebevolle Umgebung zu schaffen, in der sich das Kind bedingungslos geliebt fühlt, indem sie das Gefühl kriegt, es ist richtig und es ist okay, so wie es ist. Und wir müssen ihm Entfaltungsmöglichkeiten geben, in dem Kinder ihre Kreativität leben können. Wenn ich mir überlege, wir sind eigentlich fast immer in der Natur und wir sind fasziniert davon, wie vielfältig, wie kreativ und wie genial eigentlich die Natur ist. Und wenn ich mir überlege, wie viele Kinder viele, viele Jahre jeden Tag in einem Gebäude sitzen, das gleich ausschaut, das immer das Gleiche ist, immer mit den gleichen Menschen rundherum, dann frage ich mich, führt das zu einer Potenzialentfaltung eines jeden einzelnen Kindes individuell, so wie es gemeint ist in dieser Welt? Kinder brauchen Vorbilder. Sie brauchen Vorbilder, wo sie sehen, wie leben andere ihr Leben, wie leben andere ihre Passion, wie leben andere sich selbst und wie entwickeln sich andere. Wir haben beschlossen für uns, dass dieses Leben, das wir geführt haben, in diesem Hamsterrad, in dem wir waren, mit Arbeiten, Haus und Garten und alles rundherum, für uns nicht mehr dienlich war. Also es war für uns, hatte für uns nicht mehr diese Art von Wachstum, was wir uns gewünscht haben oder nicht mehr uns, entsprach uns nicht mehr. Deswegen sind wir einen anderen Weg gegangen und ich denke mir, unsere Kinder sehen jetzt, man kann seinen Weg gehen, auch wenn er nicht immer einfach ist und um das geht es auch gar nicht, sondern unsere Kinder sehen, wir gehen unseren Weg, wir suchen unseren Weg, wir suchen Möglichkeiten, unsere Passion zu leben, damit Geld zu verdienen und damit nach außen zu gehen und auch andere damit zu inspirieren. Das ist das, was wir für unsere Kinder wollen. Denn was brauchen wir für die Zukunft? Wir brauchen keine Kinder, die Glaubenssätze in sich tragen, ich bin nicht richtig so, wie ich bin und ich bin nicht genug. Denn das lernen sie in der Schule, indem sie bewertet werden und indem sie Dinge machen, die eigentlich nicht ihrer selbst entsprechen. Wir brauchen auch keine Kinder, die Anweisungen ausführen und zu allem Ja sagen, sondern wir brauchen Kinder, die kreative Lösungen finden für all die Probleme, die diese Welt mit sich bringt, aufgrund von unserer Gesellschaft, so wie wir leben. Also ja, wir gehen davon aus, dass unsere Kinder einmal einen Job bekommen werden. Und zwar einen Job, der ihre Berufung ist, der ihre Passion ist und der für sie selbst und für die Welt einen Beitrag leistet.
danke für eure Aufmerksamkeit.